Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei GTA San Andreas. Und zwar geht es heute einmal um das Thema Fliegen. Denn wenn schon so ein kurzes, ja, quasi Let's Play, dann auch mit dem lustigsten Teil, was San Andreas eigentlich zu bieten hat. So, und da ist eigentlich auch schon der Flieger, den wir wollen. Nämlich, das ist der Schamal. So heißt der. Dieser Flieger erinnert mich irgendwie an Resident Evil Afterlife. Nämlich bei der Stelle, wo Alice da ins Gefängnis da wollte in LA. Ziemlich lustig. Oh, verdammt! Das wollte ich jetzt nicht. Mist. Das war jetzt keine Absicht. Die meisten fragen sich jetzt, warum sollte das denn überhaupt Absicht gewesen sein? Aber egal. So. Das ist einer meiner Lieblingsflugzeuge, denn man kann mit ihm wirklich einen sehr guten Flugsimulator ja, quasi hinlegen. Und das fühlt sich auch ziemlich echt an. Also was heißt hier fühlt? Ja, es ist halt so eine echte... Na, ihr werdet sehen. So, jetzt muss ich den mal richtig unter Kontrolle haben. Ja, ich weiß, so authentisch ist das jetzt auch nicht, wenn ich durch Gras fahre und sowas. Aber gut. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Flug 14983 von Los Santos nach Los Santos. Nein, von Los Santos, keine Ahnung. Irgendwann mal sehen. Ich hoffe, das wird ein guter Start. Nein, wird es nicht. Ich hab's gewusst. Und zwar... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Scheiße, Mann. Ey, das ist echt... Hey, so, ja. So, jetzt müsste das ein guter Start werden. So, noch ein paar Mal ein wenig ausholen, so. Ich bin ja gerade ein Flieger dagegen halt. Wow, okay, das war ziemlich knapp. Aber wie man sehen kann, ist das eigentlich ganz gut gelungen. Da könnte man rein theoretisch auch landen da unten. Aber nee, jetzt passt mal genau auf. Passt auf die Räder auf. Bäm. So. Und zwar, ich habe ja extra den Cheat eingegeben. Na, ihr könnt es nicht wissen. Ich habe den Cheat eingegeben, dass mich keine Polizisten verfolgen, also dass ich kein Fahndungslevel kriege. Das heißt, wir können in aller Seelenruhe in die anderen Gebiete von San Andreas. Und ohne dass wir irgendwie oh, quasi erwischt werden. Und Fliegen ist eigentlich einer meiner guten Eigenschaften von San Andreas. Weil es macht einfach bombenmäßig Spaß. Ich habe keine Ahnung warum. Es macht einfach Spaß. So. Jetzt lassen wir uns quasi mal gleiten. Okay. 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 Und ich orientiere mich an diesen drei Punkten auf der Map. Fahre die Räder aus und... Gehe auf Landestellung. Komm schon, Baby, Baby, komm.
Ach, verdammt, nee, nee, daraus wird nichts, oder? Nee. Lieber nochmal eine Kurve drehen und dann nochmal versuchen. Schaffe ich es unter dieser Brücke? Nee, das will ich überhaupt gar nicht ausprobieren. Auch wenn ich eventuell relativ gut bin im Fliegen. Aber es heißt ja relativ gut. Auch wenn es mir so viel Spaß macht. So passt es eher. Sollte ich das lieber nicht tun. So. Ah, komm. Jetzt aber. Das ist echt so schwierig, ne? So eine Landung, so eine perfekte Landung, ne, hinzukriegen. Jawohl. Geil. Immer wieder so ein geiles Gefühl, wenn man landet. Das ist einfach so, keine Ahnung. Oh, ich mach's irgendwie. So, das war jetzt aber nur ein kurzer Zwischenstopp, um euch zu beweisen, dass uns tatsächlich keine Bullen verfolgen. Denn jetzt geht's erst richtig los. Und zwar nach Las Vegas, Baby. Bleibt gespannt. So, die Räder kurz einfahren und dann... So. Ich glaube, einige von euch können wirklich tatsächlich nachvollziehen, warum das Fliegen so viel Spaß macht. Zumindest hier bei GTA San Andreas. Keine Ahnung. Ja, so ein Gefühl, frei zu sein und in der Luft zu sein, ist einfach geil. So. Und ich fahre jetzt extra mal ein wenig tiefer, damit wir, oh, sehr schön über den Grand Canyon fliegen können. Schön im roten, dunkelroten Sonnenuntergangsstich. Den Sonnenuntergang am Grand Canyon genießen. Was gibt's Schöneres? Ah, nee, das ist nicht das Richtige. Das ist Area 51. Da unten. Das wollen wir nicht. Und zwar wollen wir das da hinten. Ich muss eben mal gucken. Bild minus so. Genau, wir wollen nicht das da, sondern hier irgendwo war das, ne? Irgendwo hier so. Genau, hier. Da ist es. Sehr gut. Ich hätte weiter rechts halten sollen, als ich losgeflogen bin. Deswegen. So, da unten ist es auch schon. So schnell von Grand Canyon zu Las Vegas. So, und zwar machen wir das jetzt so, dass ich erstmal die Passagiere dazu bringe, sich zu übergeben. Und hier nochmal schön über Las Vegas einmal geflogen. Hier machen wir gleich ein wenig Urlaub. Die Stadt der Träume. Oder was auch immer, wie das auch immer heißt. In L.A. heißt es ja, die Stadt der Engel. Die Stadt der Engel, genau. Oh Gott, oh Gott! Ach du Kacke. Räder rausfahren und scheiß Landung. Egal, Hauptsache... Nein, nicht egal, Hauptsache. Der Satz ist schon mal schlecht. So, ich fahr trotzdem mal die Räder raus. Wow. So. Und ganz kurz. So, ja, herzlich willkommen zurück. Na, herzlich willkommen. Warum sage ich das? Ich war ganz kurz weg. So, geile Flugshow.
So, und ich denke mal, das reicht erstmal, um hier hinzukommen. Den Rest in Las Vegas machen wir damit. Nämlich mit einem Kunstflieger. Dem ist man auch eigentlich relativ schnell in der Luft. Und zwar, wo wollt ihr hin? Wo wollen wir hin? Keine Ahnung. Ich will Casino. Aber das lässt sich ziemlich schwer hier finden. Oh Gott! Hesoyam! Hesoyam. Ist ein neues Lieblingswort von mir jetzt mittlerweile. Hesoyam. Entschuldigung. Ach, verdammt, das gibt's doch gar nicht. Mein Gott. Ah, jetzt haben wir uns so viel verdammte Mühe gegeben. Gut, egal. Mein Gott. War halt eine gute Flugshow. Können wir uns halt nicht mehr austoben in Las Vegas. Naja, meinetwegen. So, was wir aber noch machen können, ist, glaube ich, noch eine Runde Fallschirmspringen. Ich will jetzt nicht sagen, ich kenne mich hier aus und... Okay, ich kenne mich wirklich hier aus. Aber ich will jetzt nicht sagen, ich kenne alles auswendig. Aber ich meine zu wissen, welches Gebäude es ist, wo man Fallschirmspringen kann. So... Ich meine es zu wissen. Und zwar doch, ich weiß es. Das ist dieses Gebäude hier. Danke. Mit einem schönen Bumm. So. Geil. Und wollt ihr mal was Geiles sehen? Dazu muss ich ganz kurz auf Pause drücken. So, wieder da. Auf Four Wheel Fun. Sehr geil. Und ich glaube, ich meine zu wissen, dass ihr wisst, was ich vorhabe. Nämlich ist das hier das höchste Gebäude in ganz GTA. Zumindest San Andreas. Und ja, ne? Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Okay, gut. Das reicht erstmal. Und, so, Baby, Baby. Jetzt zeig's mir. 3, 2, 1, go! Scheiße, Alter! Oh, fuck! Alter, Alter! Yo! Überlebe ich das dann? Wenn ich hier runter... Also ich weiß, dass ich, wenn ich dahin springe, überlebe, aber... Ah, okay. Jetzt werden wir zum Stuntman des Jahres. Das ist auch geil. So ein Stuntman-Simulator. Hatte ich auch noch nie. Wow. Und schon sind wir auf den sicheren Boden. Und einen falschen hatten wir bis jetzt noch nicht benutzt. Gut, ja, dann einmal runterspringen. Einmal ist keinmal, würde ich mal sagen jetzt. OG Log, Homie.